Ich möchte die letzte halbe Stunde nutzen, um über das Thema Missbrauch zu sprechen und über meine Erfahrung mit Karzinosin und Missbrauch. Es gibt eine Menge homöopathische Mittel, die Menschen helfen, die Narben, die der Missbrauch geschlagen hat, und ich benutze jetzt mal einen Begriff aus der Traumatherapie, zu desensibilisieren. Ich kann nicht behaupten, ob die Narbe des Missbrauchs, die für mich eigentlich mit die schwerste Narbe ist, die eine Seele kriegen kann, ganz zu heilen ist. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass diese Narbe heilen kann, bis in tiefe Schichten. Ich weiß, dass diese Narbe, wenn man jetzt im Lewinschen Terminus bleibt, seiner Lewinschen Traumatherapie, desensibilisiert werden kann. Ich weiß, dass diese Narbe schwerer triggerbar wird. Das weiß ich. Aber ob die völlig heilt, weiß ich nicht. Weil für mich ist wirklich Missbrauch die schwerste Verletzung, die ein Mensch einem anderen Wesen seiner Spezies antun kann. Das Interessante ist, und es ist keine Verschwörungstheorie, das ist Anthroposophie, und ich hoffe, die gilt nicht inzwischen schon als Verschwörungstheorie. Rudolf Steiner hat ja zu diesen ganzen Viren eine ganz interessante Meinung. Der sagt ja, diese ganzen Viren oder andere Lebewesen, die uns hier kaputt machen, Parasiten, entstehen aus den Astralleibern der von uns getöteten und gequälten Tiere. Eine interessante Idee. Der sagt, und das hat er damals schon gesagt, solange wir nicht aufhören, Tiere zu quälen und zu töten, werden sie sich auf irgendeine Art und Weise durch das Entstehen dieser Mikroben an uns rächen. Wobei man vielleicht gar nicht sagen will, rächen. Man könnte auch sagen, sie wollen uns dadurch, dass sie uns dann krank machen, in ganz bestimmte Erfahrungen hineinbringen. Aber es gibt eine ganz spannende Erfahrung, und ich kann euch zu diesem Thema Corona wirklich nur, und da möchte ich noch mal 1000 Kotaus bis Megabeule jetzt hier machen. Ich möchte euch einen Mann empfehlen, der hat einen total tollen Corona-Blog. Das ist der Dr. Rüdiger Dahlke. Ich weiß nicht, wie viel der jetzt schon hat, ob es der 42. ist. Überhaupt nicht polemisch, keine Verschwörungstheorien. Seit 50 Jahren Arzt, hat für mich das wichtigste Buch geschrieben in der psychosomatischen Medizin, was jemals geschrieben wurde, Krankheit als Weg. Ich würde sagen, was Psychosomatik angeht, ist das Dahlke, was für die Sexualökonomie Wilhelm Reich ist. Also dieses Buch und später noch Schicksal als Chance zusammen mit Thorvald Detlefsen hat mein berufliches Leben einfach völlig geändert. Ich habe eine völlig neue Sicht auf das Berufliche gekriegt. Hallo Sven, ich grüße dich, ich grüße dich, ich grüße dich. Ich freue mich, wenn wir wieder unser Lotus-Sutra chanten. Ja, Sven Fechner, ein wunderbarer Mensch, hat fast jeden Tag mindestens einmal mit uns das Lotus-Sutra gechantet. Das war so schön. Also teilweise in wirklich tiefen Phasen, tiefer Verzweiflung. Wenn ich mit ihm gechantet habe, habe ich wenigstens eine Idee einer Morgenröte gekriegt. Und ich mache schon mal Werbung, Sven. Du musst jetzt mal irgendwas mal schreiben über unser Training. Ich mache mit dem Sven Fechner im Sommer als Ersatz für Mallorca, weil ich kann ja weder nach Mallorca fahren, und ich hoffe, dass es mit Frankreich klappt, weil da wollte ich mir endlich meinen Merlin erlösen. Also Frankreich hoffe ich wirklich, dass es klappt. Die Mallorquiner sind ja die verrücktesten von allen. Da durften ja 6 Wochen jetzt Kinder nicht auf die Straße, also völlig abgefahren, ja. Sonst war das so eine fröhliche Insel, aber mit diesem Dämon sind die ja sowas von abgekackt wie nur irgendwas. Mein geliebtes Cala Radiada sah aus wie heißt dieser Zombie-Film, wo nur noch der eine nette Schwarze übrig war, hatten wir gestern. Lelenchi, I am Legend. Und so habe ich mich oft gefühlt, gerade wenn ich hier oben auf der Terrasse saß, nach dem Gießen. Da dachte ich, ich bin hier irgendwie der einzige Überlebende, ja. Und wenn du die Bilder meines geliebten Cala Radiada siehst, das sieht aus wie bei I am Legend.
Unbeschreiblich. Schöne, weite Strände, kein Mensch da. Und alle Leute sagen, kannst du vergessen, die machen nicht mehr auf dieses Jahr auf Mallorca. Also haben wir Mallorca jetzt abgesagt und machen dafür eine Woche im St. Purna. 2 Tage mit Nicole Schollmeier, meiner wunderbaren Gestalterin, Gestalt und ich mache irgendwas. Dann 2 Tage mit meinem wunderbaren Swami Sven Fechner. Persönlichkeitstraining für Heilpraktiker. Wir müssen einfach lernen, uns nach draußen darzustellen. Wir müssen uns lernen, medial darzustellen. Sonst kriegen wir in der Zukunft einfach zu wenig Patienten. Das bringt der euch bei. Ich mache denn mit euch Leibarbeit. Leibarbeit darf man vielleicht damals noch nicht, aber ich mache irgendwas. Atta wollte ich. Und dann mache ich noch 2 Tage mit meinen wunderbaren hessischen Landhexen. Also wir werden so ein bisschen versuchen, ein Mallorca-Ersatzprogramm zu machen. Sven Fechner, ein ganz, ganz wunderbarer Mann, Schauspieler, Engelwolf, Coach, Interviewer. Der hat eine totale, tolle Interviewreihe, die heißt Mit Fechner im Bett. Ganz, ganz schön, einfach ein Herzmensch, ein hochkompetenter Mensch, ein totaler Zauberer und es ist eine große Ehre, hey, hey, mein Swami, mit dem dieses Seminar zu machen. Und da werden wir die Leute wirklich fit machen, einfach sich darzustellen. Ist ja so wichtig heute. Du musst ja eine Präsenz haben, sonst nur aufs Schild kommt keiner mehr. Ja, also, Missbrauch. Ich konnte mir sowas immer nicht vorstellen, dass Menschen sowas machen. Das war mir so fremd. Und erst die Erklärung von Archati, dass nicht der Mensch missbraucht, sondern der Dämon. Und dann der Brief der kleinen Eichhörnchenfrau. Bitte einfach eingeben, Brief kleine Eichhörnchenfrau Krüger. Dann zeigt euch Google sofort diesen Brief. Einer der wichtigsten Briefe, der jemals geschrieben worden ist. Kleine Eichhörnchenfrau. Erst Psychoanalytikerin, vorher Sozialarbeiterin. Immer mit missbrauchten Frauen gearbeitet. Dann Schamanin geworden. Und dann das Gefühl, ihr habt mit den Techniken des Schamanismus, jetzt kann sie den missbrauchten Frauen helfen. Und die hat mir diesen wunderbaren Brief geschrieben, der eigentlich so zum Fundament meiner Arbeit geworden ist. Also seitdem ich weiß, dass der Dämon missbraucht, kann ich damit überhaupt leben. Sonst müsste ich wahrscheinlich aus Scham für alle Männer Harakiri machen. Aber das hilft ja nicht den Opfern, ob Dämon oder Mensch, ist ja egal. Dämon ist deswegen schlimmer, weil bei Missbrauch meistens Dämon auf Opfer übergeht. Aber, und ich will auch nicht sagen, der eine Missbrauch ist schlechter oder der andere Missbrauch ist besser, will ich überhaupt nicht sagen. Und ich habe immer versucht, meiner Tochter beizubringen und ich hoffe, es ist mir gelungen, sieht so aus. Ich habe immer gesagt, du kannst mit dem Typen 3 Stunden knutschen. Du kannst ja auch von dem, das habe ich jetzt nicht so wörtlich gesagt, irgendwie die Brust 2 Stunden streicheln lassen. Alles in Ordnung. Wenn der dir an den Schlüpfer will und du nicht willst, dass der dir an den Schlüpfer will, da kann der sagen, ich kriege Kopfschmerzen, ich kriege Samenstrangneuralgien, sag kalt duschen und danach eine Packung mit Traumehlsalbe. Aber du sollst nie jemand an deinen Schlüpfer lassen, wenn du nicht willst, dass der an deinen Schlüpfer geht. Und du hast immer, weil es gibt ja so eine männliche, wie nennt man das, wenn man was erklärt? Also du bist schuld, dass ich dich vergewaltige, weil du hast mir ja auf dem Balkon 3-mal so nett, hast du mich ja angeguckt, ja? Und jetzt bist du schuld. Victim blaming. Wie? Victim Blaming. Und das finde ich die perversesten Argumente, die es gibt. Das sind für mich so perverse Argumente. Das ist ja der Grund, warum die Fundamentalisten ihre Frauen so verschleiern, damit die Frauen die Männer nicht so erregen und die Männer sie dann vergewaltigen müssen. Hallo? Ich glaube, ich spinne. Also ich bin ja nur wirklich totaler Sophist und ich liebe den Islam und ich liebe das alles. Ich liebe meine islamischen Freunde, ich liebe meine Scheichs. Aber wo ich wirklich eine Krise kriege, der islamische Staat hatte ja mal eine Karte rausgegeben, als sie relativ erfolgreich waren. Da gab es ja schon ein Kalifat Oslo. Ja.
Die dachten ja, wobei sie waren ja relativ schnell sehr groß, ja? Und ohne deine iranischen Brüder, die ja da sehr aktiv auch eingegriffen haben, und unsere wunderbaren Kurden, würde das ja vielleicht jetzt auch anders aussehen. Die Amis hätten die nicht gestoppt. Die wären ganz schnell in Istanbul gewesen und dann wären sie ganz schnell vor Wien und dann wären sie ganz schnell in Berlin. Und dann habe ich gesagt, ich bin ja nun wirklich der friedlichste Mensch der Welt. Wenn man aber meiner Tochter, die gar nicht so schlimme Miniröcke trägt, die ist relativ dezent, aber wenn man meiner Tochter verbieten will, auf dem Kurfürstendamm in einem Minirock zu laufen, dann lerne ich noch mit der Kalaschnikow umzugehen. Ich werde für das Recht einer jeden Frau kämpfen, Minirock und meinetwegen Push abzutragen, auch wenn der mich persönlich gar nicht kickt. Aber ich finde, das ist ein Recht. Das habe ich seit Irene Brockovich gelernt. Du Superfilm Irene Brockovich. Die Frau kriegt keinen Krebs. Die ist so antikarzinosisch wie nur irgendwas. Und da gab es doch sogar, das haben wir doch mal so lachend erwähnt, es gab ja mal eine Fatwa, die den Frauen verboten hat, Push-Ups zu tragen, weil wenn Frauen Push-Ups tragen, kriegen Männer solche hormonellen Wallungen und die lösen dann Erdbeben aus. Das ist kein Scherz. Ich glaube, das war einer von euch sogar. Ja. Und dann gab es eine Riesendemonstration weltweit, dass Frauen, die wahrscheinlich nie Push-Ups tragen, sich Push-Ups angezogen haben, sich zu Tausenden auf Plätzen getroffen haben und dann sind andere Leute mit Geigerzählern rumgelaufen und Seismografen und haben gemessen, gibt es jetzt Erdbeben? Und es gab keine. Also da hat sich der Mullah, wa? Da hat sich der Mullah geirrt. Wahrscheinlich hat der Mullah irgendwie gedacht, er eher... Savak war vom Schaf. Wie heißt es jetzt? Savama. Ja, dich sieht man ja nicht. Also keiner sieht ihn. Keiner darf ihn sehen. Oh, scheiße. Bitte kannst du das Gesicht schwarz machen. Ich möchte nicht, dass mein Mamadou wegen meinen heretischen Reden Ärger kriegt, ja? Nee, Mamadou ist nicht drauf. Ja? Also ich möchte bitte meinen Mamadou, darum hat er ja hier auch seinen Agentennamen, ja, ich sage ja nicht, wie er wirklich hilft, ich sage ja nur Mamadou, kein Mensch weiß, dass das eigentlich was anderes heißt, jeder denkt, das ist was aus Pippi Langstrumpf, ja, die Leute kennen alle nicht afrikanisch, da weiß man, was Mamadou heißt in Afrika. Aber bei denen Kamera bin ich doch drauf. Nein, du bist nicht drauf. Nein. Man sieht dich nicht, du bist voll getarnt. Du bist unser Kronzeuge. Du stehst unter Kronzeugenring. Ey Mann, die haben doch mal einen von dir, von diesem Schaden, nicht von der Mullah Geheimdienst hat doch hier mal Leute so ja umgebracht. Wo ja, war? Ja, ja. Mykonos. Ja. Ja, Mykonos, das wollen wir nicht, dass es mit dir passiert. Du hast diese Leute geheilt. Was? Du hast diese Leute geheilt. Ich habe diese, außerdem haben wir unseren General, der passt auf uns auf. Nein, also was ich einfach sagen wollte, wo komme ich gerade her? Kalifat. Ja. Und die hätten euch alle verboten, so hier zu sitzen. Die hätten euch das verboten, in den Gebieten, wo der IS regiert hat. Wie heißt das Ding, wo du ganz weg bist? Chador. Ja, mit dem Netz noch da vorne. Ja. Nika. Ja. Unbeschreiblich. Und dafür hätte ich mit 500, damals war ich erst 60, dafür hätte ich nochmal das Gewehr in die Hand genommen. Da hätte ich die Barrikade am Lietzensee verteidigt. Ja? Hätte ich zusammen mit der kurdischen Frauenbrigade, die hätten sich nach Berlin zurückgezogen. Ja? Also da kriege ich einen richtigen Heiligenzorn. Wilhelm Reich nennt es ja auch Heiligenzorn, wenn man aufsteht gegen die emotionale Pestilenz. Und Wilhelm Reich sagt, der befreite Mensch wird ein Bewaffneter sein, weil solange es noch einen Pestilenten auf diesem Planeten gibt, müssen wir unsere Freiheit verteidigen. Wir müssen unsere Freiheit verteidigen. Und man kann die IS nicht nur durchlichten. Das Erste, was sie gemacht haben, wenn sie ein Dorf erobert haben, sie haben die Gräber unserer Sufi-Heiligen. Oh mein Gott. Der Prophet Dawud, wurde kaputt gemacht. Juba. Und in Afghanistan haben sie unsere Buddhas gesprengt. Diese wunderbaren Buddhas haben sie in Afghanistan gesprengt.
Ich habe gestern Laklupi gemacht. Ich bin im Rache-Thema. Also das muss man sich mal vorstellen. Das macht Krebs. Das macht Krebs. Eigentlich bedauere ich diese IS-Menschen. Die werden wahrscheinlich ganz viel Krebs kriegen. Aber vielleicht sind sie so brutal, dass sie das ja nicht mehr kriegen. Also ich schwöre, ich gebe ein Commitment ab. Ich werde eure Miniröcke und eure Push-Ups mit der Waffe in der Hand verteidigen. Ich hoffe, Olli hilft. Du hast militärische Grunderfahrung. Ich bin immer glücklich über jeden ehemaligen Soldaten an diesem Haus. Mit Dennis und Olli halten wir die Barrikade am Lietzensee. Wobei unsere Tempelburg ist gut verteidigbar. Ja. Gut verteidigt. Wir haben ja ganz tolle Verteidigungsmittel. Unsere Tempelburg ist wunderbar. Also darum sind wir ja auch hier. Hier waren ja die letzten Tempelritter. Es war die östlichste Komturei, die es gab, war der Tempelhof. Die östlichste Komturei. Weiter sind die Templer nicht gekommen. Und die waren ja auch ein Orden des michaelischen Lichts und sind auch ausgerottet worden von Ahriman mit Stumpf und Stiel. Mit Stumpf und Stiel. Ja. Also, ich will keinen Mann rechtfertigen, der eine Frau vergewaltigt, weil sie einen Minirock und einen Push-Up anhatte. Oder ihn mitgenommen hat, geknutscht hat. Und er hat einen Dauerständer und sie sagt, du, aber das will ich gerade irgendwie nicht in mir haben. Und ich will dir auch keinen blasen. Sei, kannst du ins Klo gehen, hol dir einen runter, duschkalt, aber ich will einfach nicht mehr. Und es gibt ganz viele Ehefrauen, die lassen sich das über sich ergehen, dass dann danach Ruhe ist. Zum Glück spritzt der schnell, dauert nicht so lange. Aber bei Carcinosinum ist das alles nochmal viel, 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 viel schlimmer. Das sind missbrauchte Babys. Carcinosinum ist das Mittel für den frühkindlichsten Missbrauch. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, ihr müsst es euch nicht vorstellen. Es gibt Menschen, die missbrauchen Babys. Und es hat jetzt nichts mit Kuhverschwörung und Bluttrinken zu tun. Das hat damit nichts zu tun. Das ist Realität. Pädophilie ist eine Pest. Es ist eine Pest. Und das lasse ich auch nicht mit griechischer Didaktik durchgehen. Wenn Kinder missbraucht werden, wenn Kinder verkauft werden, in Deutschland werden Kinder als Sexualsklaven verkauft, gab es letztens so einen Tatort. Ich wollte es nicht glauben. Ein Glück, dass ich kein Bulle bin. Ich würde die ausknipsen. Würde gucken, dass keiner guckt. Und auf, also pscht, 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 pscht. Ich bin Heilpraktiker. Ich liebe alle und ich durchliebe alle und ich nehme alle an, ja, aber nicht jetzt gerade. Und nicht jetzt gerade. Und es soll der Dämon wissen. Wenn er an meine Schüler geht oder an meine Liebsten oder an meine Kinder, werde ich ihn jagen. Und ich werde mir von Olli beibringen lassen. Na, Kalaschnikow kannst du ja nicht, aber irgendwas anderes. Kannst du eine Pumpgun auseinanderbauen und so? Nee. Pumpgun kannst du mir auch nicht. Was kannst du mir denn beibringen? G3. Oh, wir können Maschinen überschießen. Nee, können wir nicht irgendwas, was große Löcher macht? G3. Irgendwas, was große Löcher macht. Ja, also ich liebe meine Soldaten. Und Carcinosinum ist das Mittel für den frühkindlichsten Missbrauch. Als Säugling missbraucht worden. Und ich verstehe nicht, was haben die davon? Ich verstehe es nicht. Was, da bin ich auch noch völlig im Schatten. Ich kann auch noch keine Pädophilen behandeln. Ich kann alles, aber ich kann noch keine. Da bin ich völlig im Schatten. Da, die liebe ich noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich die lieben kann. Ich weiß das nicht. Und ich habe Krankenschwestern, die sind auf solchen Intensivstationen, die sagen, es kommen Babys, die sind 6 Wochen und denen kommt das Sperma aus allen Löchern. Ja, es gibt es und es ist dämonisch, die, das sind alles keine Menschen mehr, aber egal. Da werde ich wirklich zum John Ross, da werde ich zum Killer. Und vielleicht hindert mich das davor, Krebs zu kriegen. Ich bin sonst wirklich schamlos, ich bin total schamlos. Wenn sich 2 erwachsene Menschen treffen, sollen die miteinander machen, was sie wollen. Und wenn sie das beide wollen, sollen sie sich an die Wand ketten. Egal. Aber geht weg von den Kindern, geht weg von den Kindern, da werde ich zum Raptor.
Und ich muss auch ehrlich sagen, ich gucke gerne Filme, wo pädophile Vergewaltiger gejagt werden. Alles Schatten, ich weiß. Annahme, habe ich alles tausendmal gemacht, aber der Zorn geht nicht weg. Und das macht Karzinosin krank. Und ihr könnt euch vorstellen, dass diese jungen Frauen später, wenn die überhaupt noch mal einen Mann anfassen können, ist das ja schon fast ein Wunder. Das sind auch junge Männer, aber leider ist die Statistik, es sind auch junge Männer, aber wir müssen ehrlich sein, es gibt auch ganz viele Lehrer hier, Odenwaldschule, ganz schrecklich, aber ihr seid einfach zu 95% trifft's euch. Zu 95% trifft's euch und das ist, ich möchte eine Gesellschaft, in der kein Mädchen mehr, das ist, wenn ich eins will und dafür bin ich bereit, alles zu geben, alles. Und ich sehe gerne Filme. Ich sehe die echt gerne. Wenn so Rächer. Und ich hatte mal eine Zeit, die war ganz schlimm. Da habe ich regelmäßig geträumt, wenn mir Frauen erzählt haben, was ihnen alles passiert ist. Habe ich regelmäßig geträumt, dass ich nachts losziehe. Regelmäßig, bestimmt 100 Mal. Es war genauso wie meine Zombie-Jäger-Träume unter Merkur. Ich habe regelmäßig geträumt, ich gehe los und ich suche die. Lisbeth Salander kriegt garantiert keinen Krebs. Die kriegt viel gebrochene Rippen, blaue Augen, aber sie kriegt keinen Krebs, weil Lisbeth Salander ist eine Rächerin. Laclupi Aranea Diadema. Merkur. Und ich habe regelmäßig geträumt, dass ich die suche. Und die finde. Es gab so ja mal eine Mossad-Einheit, die hat Nazis gesucht. Schalldämpfer. Ich liebe Revolver mit Schalldämpfer. Ich liebe das, wenn es nur so klack macht. So klack. Ich finde es so papp, papp, papp. Ich liebe das. Papp. Nimmt eigentlich der Schalldämpfer was von der Zielgenauigkeit oder ist das nicht wichtig? Nee, ist gut. Und dann habe ich mal in den Träumen, war ich irgendwie so Spezialeinheit Mossad irgendwie, aber primär auf Vergewaltiger und bin dann immer losgegangen, hab die Vergewaltiger in irgendwelchen Zimmern, ich glaube, ich hatte eine magische Fähigkeit, ich konnte durch Wände gehen und dann habe ich immer vor deren Bett gestanden und habe gesagt, hallo, sind die wach geworden? Und dann habe ich ihn erst immer in die großen Gelenke geschossen, dann habe ich ihnen die Eier weggeschossen und bevor ich ihnen das Hirn weggeblasen habe, ich weiß, ihr werdet mich jetzt alle hassen, entfreundet mich, ich habe eine Warteliste von 150, dann kann ich mich endlich mal wieder mit Leuten befreunden. Ich bitte um Entfreundung, ich bin ein Jäger von Dämonen und schmerzbringenden Männern, ich bin ein Jäger, entfreunden. Ich beende heute meinen bürgerlichen Pazifismus. Und ich möchte auch nicht, dass meine armen Schüler wegen meinem Fett süchtig sein und wegen meinem Scheißefressen sich einen Mundschutz vormachen müssen. Mich muss keiner beschützen. Wenn ich jetzt sterbe an diesem Virus, ist es nur gerecht, aber ich krieg ihn ja nicht mal. Ja, und dann habe ich die, und dann, bevor ich sie abgeknipst habe, habe ich den Namen gesagt. Für Brigitte. Weil er sollte dem Teufel sagen, warum ich ihn da hinschicke. Ich habe ihn nicht gehäutet, ich hätte Schlimmeres machen können. Es gibt Schlimmeres für den Tod. Ich habe ihn auch nicht gequält, ich habe ihn das nicht erleiden lassen, weil ich ja weiß, all das, was er diesen Kindern angetan hat. Und das ist das, was für mich so eine Ruhe macht, was Fegefeuer angeht. Wir haben ja von Rudolf Steiner gelernt, dass wir im Moment unseres Todes unser Leben nochmal sehen. Und wir erleben unser Leben aber nochmal aus einer veränderten Sicht. Wir erleben unser Leben aus einer Sicht, wo wir die Gefühle unserer Gegenüber wahrnehmen. Also wenn du irgendwann mal in 100 Jahren sterben solltest, wirst du die Gefühle aller Männer erleben, die dich lieben durften und die total glücklich und high waren, dass sie dich lieben. Die wirst du erleben. Das wirst du einfach erleben. Freu dich auf dein Sterben. Es wird wunderbar. Freu dich auf dein Sterben. Du bist zu beneiden in deinem Sterben. So viele Männer glücklich gemacht wahrscheinlich. Das wird... Scherz.
Ziggy Jung hat im Bett gelegen und hat die letzte Woche nur gesagt, how it's beautiful. How it's beautiful. How it's beautiful. Rumi hat wahrscheinlich im Bett gelegen und hat gesagt, mein Schams, mein Schams, mein Schams, mein Schams. Jetzt kriege ich schon wieder eine Fatwa. Mein Schams, mein Schams, mein Schams. Ja, Patientin kommt zu mir, sagt, mein Vater stirbt. Ja, kannst du ihm helfen? Sag ich, bestimmt, was hat er denn? Ja, seit 4 Wochen ist er im Koma. Aber immer von 18 bis 20 Uhr schreit er. Er schreit nur von 18 bis 20 Uhr. Er sagt, hast du eine Idee, warum? Sagt sie, ja. Um 18 Uhr ist er in mein Zimmer gekommen. Um 20 Uhr ist er rausgegangen. Und ich habe 2 Stunden geschrien. Er ist um 7:30 rausgegangen. Danach ist meine Mutter ins Zimmer gekommen und hat mich verprügelt. Und ich sagte, okay. Habe ich mit ihm Leo Shaw Arbeit gemacht. Love and Forgiveness. Ich habe sie ihn häuten lassen. Ich habe sie ihn vierteln lassen. Sie durfte ihm 2 Meter Dildos in den Arsch stecken. Sie durfte mit ihm alles machen. Und als sie da durch war, ihr kennt ja alle unsere Leo Shaw Arbeit. Ja, da konnte sie irgendwann mal Kontakt aufnehmen zu seinem missbrauchten Kind. Sie konnte irgendwann mal Kontakt aufnehmen zu dem Teil von ihm, der dämonisch besessen war. Das ging irgendwann mal nach 5 Stunden Arbeit. Und dann konnte sie irgendwann mal sagen, Frieden heißt, es darf gewesen sein. Und dann habe ich ihm Arsen gegeben und am nächsten Tag war er tot. Der wäre noch ein paar Monate gestorben. Um diese Erfahrung zu machen. Rudolf Steiner sagt, wir machen diese Erfahrung, um zu begreifen, was wir den Menschen angetan haben. Wir machen diese Erfahrung, um eigentlich ins Mitgefühl zu kommen. Darum ist Vergebung wichtig, aber erst nachdem die Erfahrung gemacht wurde, was habe ich da getan? Was habe ich da getan? Der IS hat sich ja jesidische Liebessklavinnen gehalten. Also und da muss ich auch ein bisschen böse sein auf unseren Propheten. Ich hätte mir vom Propheten erwartet, dass er kommt und mit Feuer und Schwert. Es gibt so einen schönen Satz. Thomas Münzer, dieser große Sozialrevolutionär, Gegenspieler von Luther, weil er hat die Bauern aufgefordert, die Fürstenhäuser anzuzünden. Und Luther hat ihn verstoßen und Luther hat darunter sehr lange gelitten. Aber Luther brauchte ja die Fürsten, um seine Reformation zu machen. Und der Thomas Münzer hat dem Grafen von Mansfeld am Vorabend der Schlacht geschrieben, und im Namen des Herrn mahne ich dich, achte das Evangelium und den Schutz der Bauern. Und wenn du nicht hören willst auf die Worte des Herrn, werde ich dir kommen mit dem Schwerte Gideon. 2 Tage später ist Thomas Münzer gevierteilt worden. Und Tausende von Bauern. Ihr habt doch so ein wunderbares Denkmal in der DDR gehabt, auf diesem Schlachtfeld. Es war so eine Rundkuppel. Da war diese ganze Schlacht von Thomas Münzer dargestellt. Und das hätte ich mir eigentlich gewünscht. Ich dachte, Ali kommt jetzt zurück. Und der hatte doch den General geschickt und der hat alles geschlachtet. Der jetzt abgeschossen worden ist, ja. Amerikaner. War unser General da auch mit bei? Nee. Informationsmäßig, ja. Informationsmäßig, ja. Gut, aber ich hätte mir gewünscht, dass Ali persönlich kommt. Von diesen Alu Akbar, wie hieß der Arsch da? Diesen Ober... Bagdadi. Oder irgendwie. Ah. Also ich habe mir ja geschworen, ich mache keine schwarze Magie. Das habe ich mir geschworen und das habe ich auch bis jetzt eingehalten. Aber alle sollen wissen, ich bin bereit, 3 Leben als Kakerlake zu machen. Wenn euch einer was tut, werde ich euch rächen. Da mache ich 3 Leben als Kakerlake. Das mache ich. Das mache ich. Und das sollen sie auch wissen. Das sollen sie wissen. Sie sollen sich fürchten. Das denkt man gar nicht von dem Weichei-Krüger. Aber dann lasse ich mir wirklich von Olli erklären, wie man eine Pumpgun benutzt. Ja. Und jetzt könnte man natürlich sagen, Rache ist völlig unerleuchtet, Rache ist ganz schlecht. Gibt es eigentlich eine Sure, die sagt, man darf Rache üben? In der Bibel steht irgendwo, mein ist die Rache, spricht der Herr.
Und wer mein Volk wehe tut, dem werde ich kommen. Steht, in der Bibel steht es, also müsstet ihr das ja auch haben, ist alttestamentarisch. Also manchmal liebe ich auch diesen rächenden alttestamentarischen Gott. Das bin ich jetzt alles nicht ich, ich bin jetzt nur hier im karzinosinischen Heilungswahn. Ja? Man kann mich deswegen nicht belangen. Und YouTube bitte nicht löschen, das ist eine Arzneimittelvorlesung, das ist kein politisches Statement. Da kann ich mich total rausreden. Ich halte überhaupt keine politischen Statements, ich halte ausschließlich Arzneimittelvorträge und dann komme ich als mentale Arzneimittelprüfung in die Energie des Mittels und deswegen bin ich denn so. Also YouTube nicht löschen, ich kann nichts dafür, Herr Zuckerberg, außer bin ich Mossad-Agent. Also müssten Sie, Herr Zuckerberg, das eigentlich sehr gut verstehen. Ich liebe auch dieses Drama München, wo die Attentäter verfolgen. Finde ich richtig klasse, ja, ich liebe das. Kennt ihr meinen Lieblingsfilm mit Angela Jolie, ja, wo die nachher ihren Mann killt, der sie Jahre... War das Angela Jolie? Angelina? Nee, das war nicht Demi Moore, das wüsste ich. Wo die ewig von ihrem Mann verprügelt wird und dann irgendwann mal sich Karate... Ja, Jen! Und wo die dann zum Schluss ihren Mann... Endlich mal, ja. Ja. Meines die Rache, spricht der Herr. Karzinosinum ist ja heilt, wenn er sich überhaupt vorstellen kann, sich zu rächen. Ich möchte ganz viele liebe Grüße an Leonard Shaw schicken. Ganz viele Grüße an Leonard Shaw, der leider gerade schwer krank ist. Und ich möchte dir sagen, Leo, deine Arbeit Love and Forgiveness war mit das Großartigste, was es gibt. Heute gibt es auch Menschen, die ich hasse, gegen die ich keine schwarze Magie anwende und denen ich auch nicht meine Bluthüter schicke. Auch wenn meine Bluthüter gerne losmarschiert werden. Und ich werde diesen Menschen vielleicht auch irgendwann mal vergeben, aber im Augenblick nicht. Im Augenblick schütze ich sie vor meinem Zorn, indem ich sie ins Lockdown setze. Und das gönne ich mir. Und da sagen meine Gestalttherapeuten zum Glück, Leonard Shaw, das ist völlig in Ordnung. Wir holen unseren Patienten ab, wo er ist. Und da, wo du bist, ist es völlig in Ordnung, dass du den Häuten schächten etc. willst. Gut, dass du ihn lockdownst, dann ist er vor dir in der Sicherheit. Und deine Bluthüter, denen nennst du auch keine Namen. Das darf alles sein. Und irgendwann wird es mal anders, wenn das sein durfte. Bitte, 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 bitte. Aber ich weiß, ihr macht es nicht. Sagt keiner Frau, die euch erzählt, dass sie zwischen 3 und 4, 2 Jahre immer zu irgendwelchen Mondständen von der satanischen Sekte ihres Onkels vergewaltigt worden ist. Sagt bitte einer solchen Frau nicht, tja, schlechtes Karma. Sagt ihr bitte nicht, tja, sie wissen doch, alles ist Schöpfung. Aus irgendeinem Grund haben sie diese Sekte delegiert, das zu tun. Wenn ihr das sagt, ihr hört euch einfach nur aufs Maul. Das ist unanständig, das ist übergriffig. Genauso, wenn mir jemand erzählt, ja, dein Elend, was du jetzt erlebst, ist richtig, weil du sollst ganz bestimmte Erfahrungen machen. Das bringt dich weiter. Hallo, ich hätte gerne auf dieses Elend verzichtet. Ich meditiere, ich mache Qigong. Da hätte ich all diese Erfahrungen vielleicht auch ohne dieses Elend machen können. Also das muss ich wirklich sagen, da... Danke ich der Gestalttherapie, da danke ich Leonard Shaw, da danke ich Nicole Schollmeier, da danke ich meinen wunderbaren Gestaltlehrern, dass ich das nicht mache. Bestenfalls setze ich den ich häuten will, auf das Kissen vor mir und gucke mir an, wie geht's mir, wenn ich auf dem Kissen dessen setze, den ich häute. Eigenwerbung in meiner Seminarwoche im St. Purna, 2 Tage. Gestalttherapie mit Nicole Schollmeier. Ja, ihr Lieben, mir geht's jetzt richtig gut. Ich danke euch, dass ihr das ausgehalten habt heute. Ich glaube, so zornig war ich noch nie. Jedenfalls nicht im Unterricht. Ja. Als es mir so ganz schlecht ging vor 10 Tagen, habe ich mir einen Heilfilm besorgt. Ich dachte, ich brauche jetzt einen Heilfilm, wo all das passiert,
was ich nicht machen kann, habe ich mir den neuesten Rambo besorgt. Hat irgendjemand von euch schon den neuesten Rambo? Da wird seine Stieftochter von so einem mexikanischen Mädchenhändler getötet. Und dann präpariert er seine ganze Farm, jetzt so eine Farm, wie Rambo so ist, so mit Gängen und Sprengfallen. Und dann fährt er nach Mexico City, erschießt den Bruder des Händlers und noch ein paar andere Spießgesellen, alles nachdem seine Stieftochter umgebracht worden ist. Und dann wartet er, dass der kommt, weil er weiß, dass der kommt. Und dann kommt der mit 30 Leuten. Dann bringt er erstmal alle 29 um. Und dann gibt es so ein Shotdown, Showdown? So ein Showdown zwischen Rambo und dem Fiesling in einer Scheune. Und Rambo ist ja ein Bogenschütze. Ja. Dann nagelt er ihn erstmal mit 4 Pfeilen an die Wand. Und dann nimmt er sein Messer. Ich hoffe, ihr wisst alle, was Rambo für ein Messer hat, ja? Und dann zieht er dieses Messer. Ich bin jetzt mal an der Leo Shaw-Sitzung. Und da darf man das. Dann zieht er dieses Messer so hoch. Der lebt noch. Dann nimmt er seine Hand. Das würde ich mir ohne Leo Shaw alles nie trauen. Leo, du bist schuld. Und dann nimmt er seine Hand und nimmt dieses Herz. Und dann sagt er nur zu ihm: Du hast mir mein Herz rausgerissen. Jetzt reiß ich deins raus. Und ich glaube, dann stirbt er. Ist aber auch in Ordnung. Nee, der andere stirbt, aber ich glaube, Rambo stirbt dann auch. Glaube ich, weiß ich nicht. Ich glaube, der stirbt danach. Weil es ist auch alles getan. Der kann dann auch sterben. Und ich glaube nicht, dass er ein Leben als Kakerlake verbringen wird. Ich glaube nicht. Ich glaube, Gott hat Verständnis für unseren heiligen Sohn. Ich glaube, da hat Gott Verständnis. Ja, ich danke euch, dass ihr das heute alles ausgehalten habt. Ich habe heute bestimmt 5 Millionen Krebszellen verbrannt. Und ja, jetzt freue ich mich, ich werde jetzt massiert. Adieu. Euch auch, für euch, für mich und die Erben der Zukunft.